Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Sharok und ich habe mir gedacht, ich nehme heute mal ein kleines Video für euch auf, in dem ich euch so ein bisschen was über das Open Broadcast Software erzähle. Es gibt ja schon tausende von Videos, wo die richtigen Einstellungen und so weiter erklärt werden. Diese Einstellungsvideos sind gut, wenn man gar keine Ahnung hat, wenn man erstmal anfangen will zu streamen. Aber ich sage es offen und ehrlich, jedes OBS muss für einen PC anders eingestellt werden. Das ist von PC zu PC unterschiedlich. Wer will, kann sich gern bei mir melden. Und wir können uns dann mal zusammensetzen im TS oder egal wie. Ich habe aber kein Skype. Und da kann ich auch gern mal mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn da irgendwelche Probleme sind. So. Ich wollte heute ein bisschen was über das OBS erzählen. Ihr seht ja, ich habe hier das OBS schon offen. Zuallererst muss ich mal sagen, wir brauchen jetzt hier für dieses kleine Tutorial ein Programm ganz dringend. Und zwar ist das ein Entpackungsprogramm. Da ist es euch dann überlassen, ob ihr WinRAR nehmt, ob ihr 7-Zip nehmt oder was es auch immer es ist. Es muss auf jeden Fall ein Programm sein, das ZIP-Dateien entpacken kann. So, wir fangen jetzt als allererstes mal an mit einem ganz wichtigen Plugin. Und zwar habe ich hier schon mal was vorbereitet. Haben wir hier, ah Moment, jetzt habe ich es nicht offen. Haben wir, wo habe ich es denn hingepackt? Hier bei OBS haben wir hier das Open Broadcast Forum. Das ist eine ganz wichtige Seite, weil hier bekommen wir Plugins für OBS her. Gibt auch auf anderen Seiten Plugins. Da übernehme ich aber keine Gewährleistung, dass die 100% funktionieren, dass die gut sind und so weiter und so fort. Nur hier kann ich sagen, jawohl, die funktionieren größtenteils und sie sind auch, oder ich kann euch da auch ein paar Sachen dazu sagen. Du relativ vielen, nicht zu allen, aber zu relativ vielen der OBS-Plugins. Und zwar, wenn wir jetzt hier im Open Broadcast Forum sind, habt ihr hier den Bereich Ressourcen und hier die Plugins. Wir gehen einmal auf die OBS-Plugins, OBS-Multiplattform-Plugins. Das gibt es im Moment für Windows-Betriebssysteme noch nicht. Das gibt es im Moment nur für Ubuntu, Linux und so weiter. Also, wer nicht unbedingt einen Linux-Rechner zu Hause stehen hat, für den ist die Multiplattform uninteressant. Ich weiß auch gar nicht, was da der große Unterschied ist zwischen Multiplattform und normalen OBS. Wir gehen einfach mal auf die OBS-Plugins und dann sehen wir hier, haben wir ganz viele Plugins auf zwei Seiten verteilt. Ihr seht, wie viele Leute haben sich das angeschaut, Replies, die letzten Meldungen. Das Erste, was wir brauchen, das Wichtigste, was wir brauchen, ist der CLR Browser Source Plugin. So, da gehen wir dann auf den Download. Also wenn ihr draufgeklickt habt, erste Seite, hier oben auf das CLR Browser Source Plugin, das müsste bei euch dann auch farblich hervorgehoben sein. Bei mir ist es halt rot. Kann auch sein, dass es irgendwie anders ist. Jetzt kommt die große Frage. Benutze ich OBS in 32 oder in 64? Das findet ihr ganz einfach aus, indem ihr OBS öffnet. Dann habt ihr hier oben, ganz, ganz, ganz oben, habt ihr das Zeichen von OBS, Profile, Untitled, Szene, nochmal Szene, Open Broadcast Software Version 064b. Und ich benutze jetzt die 64-Bit-Variante. Da zeige ich euch schnell, wo ihr das sehen könnt. Und zwar müsst ihr jetzt wissen, wo ihr euer OBS hininstalliert habt. Ihr solltet sowieso immer euch merken, wo ihr das Zeug hininstalliert. Ich habe es hier auf System C, Programme 86. Und hier haben wir jetzt OBS und hier haben wir das Startfeld. Wenn ich das jetzt starten würde, ich mache es nicht, weil ich gerade die Aufnahme laufen lasse, wenn ich das jetzt starten würde, hätte ich nur die 32-Bit-Variante. Aber einige fragen sich bestimmt, wie komme ich an die 64-Bit-Variante, weil ich habe mir da schon so viel runtergeladen, es läuft einfach. Dazu geht ihr einfach wieder zurück auf auf eure Festplatte, wo ihr das hininstalliert habt. Dort gibt es noch, es gibt noch einen Ordner, der nennt sich Programme. Da habt ihr auch nochmal einen OBS-Ordner.
und ein OBS-Start-Button. Wenn ihr da drauf klickt, mit Doppelklick, dann habt ihr die 64-Bit. Ich zeige das Ganze jetzt mal in der 32-Bit-Variante. Also ihr startet einfach den Download. Ich habe es schon auf dem Rechner, deswegen starte ich das Ganze jetzt nicht. Und wenn ihr das runtergeladen habt, schaut in euren Download-Ordner, da ist es dann irgendwo. Das Ganze nennt sich dann CLR Browser Source Plugin. Ich habe einen eigenen Ordner für OBS, wo ich alles reinschiebe. Hier haben wir CLR Browser Source Plugin. Eine ganz lange Zahl. So, wie installieren wir das Ganze jetzt im OBS? Das ist relativ einfach. Wie gesagt, jetzt brauchen wir entweder 7-Zip oder WinRAR. Ich benutze WinRAR. Download-Link kann ich übrigens auch noch runter in die Beschreibung packen. Wir machen einen Rechtsklick drauf, gehen auf Datei entpacken. Dann haben wir dieses Bild, Packen, Zielverzeichnis und Optionen. Jetzt ist es gut, wenn ihr wisst, wo ihr OBS hin installiert habt. Wenn ihr 32-Bit runtergeladen habt, geht ihr dann auf System C, Programme mal 86, OBS. Wenn ihr den OBS-Ordner öffnet, seht ihr hier den Ordner Plugins. Den markieren und auf OK klicken. Ich mache es nicht, weil ich habe schon alles installiert. Ich müsste mir nämlich sonst alles neu einrichten. Habe ich keinen Bock drauf, deswegen. Wenn ihr auf OK klickt, wird das Ganze da rein installiert und somit ist der CLR Browser Source Plugin installiert. Mehr ist das gar nicht. Das ist der ganze Trick. Wenn ihr jetzt wieder in euer OBS startet, also ihr müsst neu starten, wenn ihr das gemacht habt, ihr geht auf eure Quellen, auf Hinzufügen, dann seht ihr, habt ihr hier einen neuen Button CLR Browser. Das könnt ihr übrigens auch nachschauen, indem ihr hier auf Plugins geht. Wenn hier irgendwo der CLR Host Plugin zu sehen ist, dann habt ihr den CLR Browser richtig installiert. Wenn nicht, meldet euch bei mir, dann setzen wir uns zusammen, dann kriegen wir das hin. So. Das war jetzt erstmal so viel zu Plugin installieren. Plugins, wo ich benutze, sind eben dieser CLR-Browser. Dann habe ich noch, wo ist es? Recording Notifier ist zum Beispiel ein Plugin. Das sagt euch, wie lange habt ihr überhaupt aufgenommen. Desert Caron ist ein Chat-Plugin, was ich mal versucht habe, was mir nicht gefallen hat. Ich habe es wieder runtergeschmissen. AFK, Mute-Scene, Source-Switcher habe ich auch mal probiert, habe ich sehr schnell wieder runtergeschmissen. Was ich regelmäßig benutze, ist der Recording Splitter. Das hilft mir eigentlich nur, wenn ich Aufnahmen mache, dass ich es dann in bestimmten, nach einer gewissen Zeit unterbricht sich dann OBS und es startet eine neue Aufnahme. Also ich spare mir das lästige Schneiden. Hier haben wir noch den Host-Plugin nochmal zum eigenen Runterladen. PW Alert sehe ich eben gerade zum ersten Mal. Ansonsten benutze ich hier nur noch Server-Ping-Plugin. Kann ich euch auch schnell im OBS zeigen, wenn wir auf Plugins gehen. Dann, wo haben wir? Ach, das habe ich nur in der 32-Bit-Variante installiert. Da müsste ich jetzt die 32-Bit-Variante starten, damit ich euch das zeigen kann. Da habt ihr eigentlich nur hier in den Plugins nochmal Server-Ping. Wenn ihr das markiert, geht ihr auf Konfigurieren und dann öffnet sich ein Fenster, wo ihr dann die ganzen Server von zum Beispiel Twitch oder Hitbox oder seht. Und die werden dann nacheinander angepingt. Da könnt ihr dann raussuchen, welcher Server hat den besten Ping und auf den wechselt. Mehr ist das nicht. Weiter geht es mit dem OBS. Was ich auch sehr gerne benutze, ist die Kamera. Da wollte ich auch noch mal ganz kurz drauf mit eingehen, weil ihr könnt, die meisten Webcams haben ja ein eigenes Programm. Das frisst allerdings auch wieder Ressourcen ohne Ende. Ich mache das Ganze über das OBS-Programm, indem ich auch wieder hier bei Quellen
Rechtsklick mache, hinzufügen, Videogerät. So. So fügt ihr übrigens Gameaufnahmen hinzu, ihr fügt Plugins hinzu und, und. Wenn etwas bei euch im Fenster zu sehen sein soll, müsst ihr das so mit reinmachen. Das ist das Wichtigste. Also, ihr geht auf Quellen, Rechtsklick und dann aussuchen, was ihr haben wollt. Wir wollen jetzt das Videogerät, also Rechtsklick, Videogeräte, dann taucht dieses Fenster auf. Bitte geben Sie einen Namen ein, da können wir das dann benennen, wie wir wollen. Ich nehme jetzt mal Cam. Okay, dann taucht das hier auf. Am Anfang denkt man sich, boah, was soll das? Was soll ich hier machen? Ganz einfach. Am Anfang wird sowieso immer eure Webcam ausgewählt. Wenn ihr eine Webcam dran habt, habt ihr gar keine große Unterscheidung, Auswahlmöglichkeit. Dann könnt ihr hier noch das Bild vertikal drehen, wenn ihr die Kamera irgendwie schräg an eurem Monitor befestigt habt oder auf dem Kopf hängend über eurem Monitor an einem Regal hängen habt. Da könnt ihr das Ganze dann so drehen, dass es wieder gerade drin ist. Und ihr könnt das Bild horizontal drehen. Das können wir gleich, wenn die Kamera läuft, mal alles austesten. Ihr müsst jetzt mal ganz kurz mein Gesicht ertragen. Tut mir leid. So. Deinterlacing, das ist einfach nur eine Codierungsart. Da würde ich auch auf deaktiviert lassen. Das ist vorgegeben. Ihr könnt natürlich hier ein bisschen rumspielen. Ihr macht dabei nichts an der Kamera und nichts an eurem PC kaputt. Es kann halt bloß sein, dass ihr nicht zu sehen seid. Wenn ihr HD-Kameras habt, könnt ihr den Haken in Behalte Quellgröße bei ruhig reinmachen. Dann habt ihr nämlich eine HD-Aufnahme von euch. So, das nächste, was noch wichtig ist, hier der Bereich Video. Dort könnt ihr benutzerdefinierte Auflösung aktivieren und dann könnt ihr hier die Kameraauflösung ändern. Wie gesagt, wenn ihr eine HD-Kamera habt, dann könnt ihr ruhig auf 1064p lassen. Meine Webkamera, die hole ich nachher um 18 Uhr, also in einer Stunde. Ich hoffe, dass ich bis dahin mit der Aufnahme fertig bin. Dann kann ich nämlich, während ich unterwegs bin, das Video rendern lassen und dann wird es heute Abend noch hochgeladen. Und FPS einstellen. Das ist, das könnt ihr einstellen zwischen 3 und 30, 35. Wenn ihr einmal draufklickt, habt ihr nur diese Einstellmöglichkeit, 3 bis 35. Hier ist es jetzt wichtig, dass ich muss jetzt leider ein bisschen weiter ausholen, das menschliche Auge. Damit das menschliche Auge ein Video wahrnimmt, müssen die Bilder in 25 Bildern pro Sekunde kommen. Das ist grobe Übersetzung für FPS. Frames per Seconds bedeutet eigentlich Bilder pro Sekunde. Deutsche Übersetzung. Also, damit das menschliche Auge einen Film erkennt, 25 Bilder in der Sekunde und es ist ein flüssig laufendes Bild. Ich habe es jetzt auf 30 FPS gestellt. Damit zieht es mir nicht so viel Rechnerleistung. Ich habe trotzdem ein gut laufendes Bild. Output-Typ habe ich noch nie geändert. Pufferung wäre interessant, wenn es jetzt ein sehr leistungsschwacher Rechner ist. Dann könnt ihr hier eine Pufferung mit einbauen. Das heißt, die Kamera nimmt einfach so und so viele Millisekunden im Voraus auf und sendet das Ganze dann erst an die Server raus, wo man es dann sehen kann. Allerdings müsst ihr dann auch im OBS die Pufferung dementsprechend ändern, dass das Ganze synchron ist. Macht ihr das nicht, dann kommt erst ein Text. Nach dem Wimpernschlag sieht man erst, dass sich euer Mund bewegt. Color Space, das ist einfach, glaube ich weiß es nicht, weil ich lasse es auf Auto, das ist, glaube ich, einfach nur, wie viel Farben zu sehen sind. Und Useful Range bedeutet einfach nur, dass das Kamerabild voll benutzt wird. So, als nächstes, wer einen einfarbigen Hintergrund hat, der gut ausgeleuchtet ist. Moment, kurz was trinken. Wer einen Hintergrund hat, der einfarbig ist, der kann diesen Chroma Key benutzen. Chroma Key bedeutet, die Farbe, die man vorgibt, die wird nicht gezeigt. Automatisch eingestellt ist grau. Das kann man aber auch auswählen, je nachdem, was man halt für einen Hintergrund hat. Einfach auf Auswählen, in Hintergrund klicken. Wie man sieht, ich habe jetzt hier mal im OBS reingeklickt, ins Schwarze. Jetzt wird alles, was schwarz ist, rausgefiltert. So, die Audioeinstellung.
Also ich denke mal, jeder von euch wird mit Mikrofon oder jeder von euch sollte mit Mikrofon Videoaufnahmen machen und auch streamen, weil wenn gesprochen wird, ist es einfach angenehmer. Wave Audio Render verwenden. Wie gesagt, Audio habe ich noch nie benutzt, werde ich auch nie benutzen, weil ich benutze da die Windows-Einstellung beziehungsweise das Audioprogramm von meinem Headset. Und gut ist. Wenn wir dann auf OK gehen, geht die Kamera an. Wie ihr seht, ich habe den Chroma Key benutzt. Wenn ich den rausmache, sieht man mich auch wieder richtig. Wie man die ganzen Bilder verschiebt, sollte man mittlerweile auch schon wissen. Nämlich Szene bearbeiten. Und dann könnt ihr hier alles hin und her schieben, wie ihr lustig seid. Ich setze mich jetzt mal hier unten ins Eck und mache mich ein bisschen kleiner. Cam haben wir jetzt auch eingerichtet. Jetzt wurde ich gestern zum Beispiel gefragt, hey Sharuk, Jan, wie machst du das, dass sich bei dir die Schrift bewegt? Auch relativ einfach, wir gehen wieder auf Quellen, hinzufügen, Text. Da können wir dann jetzt den Text auch wieder benennen. Nennen das Ganze jetzt mal Test. Dann haben wir hier das große Fenster. Dort können wir jetzt die Schriftart auswählen. Ich benutze sehr gern Comic Sans. Das ist dann so ein bisschen im Comic-Stil. Das ist aber jedem überlassen, wie er das haben will. Dann haben wir hier die Farbe. Also was für eine Farbe geschrieben wird. Die Hintergrundfarbe, was für einen Hintergrund die Schrift hat. Die Umrandung benutze ich persönlich auch sehr gern, weil ich da immer mein schönes Türkis nehme. Dann können wir jetzt hier einen Text eingeben. Dies ist ein. Ach, ja, die Tasse. So, nutze Text aus Datei. Ist auch noch interessant. Es gibt Add-ons, Plugins, Zusatzprogramme. Wenn man zum Beispiel Radio im Hintergrund laufen lässt oder wenn man eine Playlist im Hintergrund laufen lässt und man möchte anzeigen, was für ein Lied gerade gespielt wird, dann geht es, dass man beim Windows Media Player weiß ich gar nicht, ob das Ganze in der Textdatei gespeichert wird. Es gibt aber andere Player, dort werden die ganzen Lieder auch als Textdatei gespeichert. Und wenn dann das Lied angefangen wird, dann wird eine Textdatei angelegt, aktuell Plays oder so, nennt die sich zu 99,9%. Dann geht ihr hier einfach aus, nutze Text aus Datei. Dann müsst ihr euch den Ordner raussuchen, wo die Textdatei gespeichert wird. Wenn ihr das Ganze dann anklickt, dann wird immer angezeigt, was aktuell gespielt wird. Wenn ihr eine De Textdatei angelegt habt, wo die letzten Follower angezeigt werden, dann werden die letzten Follower angezeigt, die Donations werden angezeigt, die höchsten Donations, die keine Ahnung, was wird alles angezeigt. Das könnt ihr übrigens dann auch machen. Es soll ein Programm geben, das zum Beispiel Twitter-Tweets anzeigt. Dann könnt ihr das hier auch rausziehen. Es ist halt wichtig, dass es TXT, also Textdateien sind. Wenn ihr das gemacht habt, lasst jetzt einfach mal den Text eingeben zum Zeigen. Wenn ihr das dann habt, geht ihr auf OK und dann seht ihr hier oben rechts im Eck, dort werden immer neue Sachen automatisch hingepackt. Dies ist ein Test, also hier haben wir unsere Schrift. Können wir wieder auf Szene bearbeiten, können das Ganze verschieben, wie wir wollen. Können das Ganze, jetzt habe ich es aus Versehen schon gemacht, größer und kleiner machen. Ich mache es mal ein bisschen größer. So, dies ist ein Test. Jetzt ist das ein bisschen langweilig, wenn da einfach nur steht, dies ist ein Test. Also gehen wir wieder auf Test, Eigenschaften, also auf die Textdatei, Eigenschaften. Dann haben wir hier auch den Reiter Laufgeschwindigkeit. Wenn wir dort jetzt eine Zahl eintragen, dann bewegt sich der Text. Ich benutze die Geschwindigkeit 50 sehr gerne, weil da kann man schön mitlesen. Es ist nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Wenn wir jetzt auf OK klicken, sehen wir, das Ganze läuft. Aber wir haben keine Leertaste dazwischen. Also auch wieder Eigenschaften. Jetzt spammen wir mal ein paar Leertasten mit rein.
Wenn wir jetzt auf Szene bearbeiten gehen und das Ganze wieder richtig hinrücken, sehen wir, das Ganze läuft jetzt so, wie wir das Ganze haben wollen. War von rechts nach links. Können wir jetzt, wie gesagt, einfügen, so wie wir es haben wollen. Können es an die Größe anpassen. Das Ganze wird automatisch normalerweise immer an die Ränder von OBS angeheftet. Können wir das Ganze wirklich so haben, wie wir es haben. Jetzt ist die Frage gestellt worden, Shahrukh, wie machst du das mit diesem Follow-Alarm? Wird wahrscheinlich auch Kumus interessieren. Ja. Und zwar gibt es da eine sehr schöne Seite, habe ich schon mal vorbereitet, Twitch Alerts. Da werde ich einen Link auch unten in die Beschreibung mit reinpacken. Es gibt tausend verschiedene Arten, wie man diesen Follow-Alarm machen kann. Mein persönlicher Favorit ist Twitch Alerts, weil es ist einfach, unkompliziert, leicht zu verstehen und es geht. Und zwar, wenn ihr auf Twitch Alerts seid, geht ihr oben rechts auf den Button Launch Twitch Alerts. Der wird euch dann jetzt gleich fragen nach eurem Passwort und eurem Login-Namen von Twitch. Das müsst ihr eingeben. Danach müsst ihr noch Twitch Alerts erlauben, dass ihr das Twitch Alerts für euch von Twitch die Daten ziehen darf. Das muss er machen. Da müsst ihr die Erlaubnis geben, ansonsten kann Twitch Alerts nichts machen. Aber Twitch Alerts, ja, dem Programm, das kann ich ohne Bedenken sagen, dem Programm könnt ihr vertrauen. Da wird sich niemand im Hintergrund einhacken. Also da könnt ihr ruhig euer Einverständnis geben. So, wenn ihr das alles gemacht habt, kommt ihr hier auf euer Dashboard. So, bei diesem Dashboard ist jetzt Folgendes interessant. Ihr seht nämlich hier, um wie viel Uhr hat mir jemand gefolgt. Und etwas weiter unten kommt die wichtige Sache, nämlich wer hat mir gefolgt. Hier sieht man jetzt bei mir, vor 14 Stunden hat mir Ventrix gefolgt, vor 16 Stunden hat mir SayaTV gefolgt, vor 17 Stunden hat mir SnoxTV gefolgt, vor 18 Stunden hat mir Sauerbratend gefolgt, vor 21 Stunden Chibiusa, vor 2 Tagen The Corner Freaks, Devil Farmer, Freimo, vor 3 Tagen Orochi, vor 3 Tagen Blizzard und vor 11 Tagen. Ich hatte dazwischen ein bisschen Pause in Twitch, weil ich dazwischen in Hitbox gestreamt habe. Vor 11 Tagen hat mir Zirks 2 € donated. So, wenn ihr Donations mit einfügen wollt, könnt ihr das folgendermaßen machen. Ihr geht auf Donation Settings. Hier könnt ihr dann alles einstellen, also die Währung. Dass es automatisch auf die Donation-Page rübergeschickt werden soll. Ihr könnt hier eintragen, dass mindestens 1 € oder 3, 4, 5 €, hier könnt ihr eintragen, wie viel Euro mindestens gespendet werden sollen, in was für Schritten man hochgehen kann. Und hier haben wir den ganz wichtigen Link, nämlich hier Donation-Page. Da könnt ihr gefahrlos draufklicken. Kommt ihr dann nämlich auf eure Donation-Page, da sieht man dann, wie das Ganze aussieht, wenn man bei euch aufklickt. Ich zeige euch auch gleich noch, wie ihr das dann in Twitch einfügen könnt. So, die Button-Color und so weiter und so fort, das könnt ihr alles einfügen. Ihr könnt einen Schimpfwortfilter einfügen und so weiter und so fort. Ihr könnt eine Wunschliste einfügen, was ihr euch noch gern holen würdet. Das richtig Schöne bei Twitch Alerts ist, ihr Hey habt für guys, this is alles, Tom from Twitch halt Alert. die Klappe, ihr habt für alles ein Videotutorial, allerdings müsst ihr dafür Englisch können. Und ihr habt ein Donation Goal, also wenn ihr auf irgendwas Besonderes spart, auf eine neue Grafikkarte, auf ein neues Mikrofon, auf ein neues Headset oder was weiß ich, dann könnt ihr hier eintragen, was weiß ich, neues Mikrofon. Hier könnt ihr eintragen, wie viel das Mikrofon kosten würde, bei wie viel Euro ihr anfangt und bis wann ihr das Ganze haben wollt. Hier würde ich gar kein Datum eintragen. Wenn ihr Start Donation Goal eintragt. Okay, ihr müsst also doch ein Datum eintragen. Also ich habe es noch nie benutzt.
Weil, wenn man mir was donaten will, ist es okay, aber man muss es nicht. Das Wichtige, was sehr oft gefragt wurde, ist eben diese Alertbox hier. Hier gibt es jetzt wieder zwei Varianten, die Alertbox und die Alertbox-Variante 2 Beta. Die Variante 2 Beta ist eben noch im Test. Hier könnt ihr Follow, Subscribe und Donations überwachen. Hosting geht noch nicht. Was ich persönlich sehr schade finde, ich hoffe, dass die demnächst geht. Deswegen benutze ich nämlich im Moment noch die Alertbox 1. Da haben wir nämlich auch den Hosting-Alarm dabei. So, wenn ihr auf die Alertbox geht, habt ihr als allererstes dieses Bild hier. Da könnt ihr jetzt einstellen, wie soll das Ganze aussehen? Oben ein Bild, unten ein Text oder Text und im Hintergrund ist Bild oder links ist Bild und rechts der Text. Ich habe das eigentlich immer hier so eingestellt, dass oben das Bild und unten der Text ist. Und hier Background Color. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, hä, warum Background? Auch beim Sharok immer so, dass man da gar nichts im Hintergrund sieht. Das ist hierfür. Das hier, wenn ihr hier auf Launch drückt, habt ihr nämlich ein Fenster, das sich dann öffnet und damit könnt ihr das Ganze nicht zeigen. So sieht das Ganze aus. Hier habt ihr den Background. Jetzt muss ich wieder ein bisschen schieben, weil das hier ist die eine Variante, wie ihr so einen Follow-Alarm in OBS mit einfügen könnt. Da zieht ihr euch das in die Größe, in der ihr das haben wollt. Ich mache es jetzt mal extra übertrieben groß. Nachteil an der Variante ist, wenn ihr nur einen Monitor habt, Fenster muss immer offen sein. Wenn es im Hintergrund ist, sieht man nichts. Das heißt, wenn ihr zwei Monitore habt, zieht ihr das auf den zweiten Monitor. Ich lasse es jetzt auf dem ersten Monitor, weil auf dem zweiten Monitor ist gerade keine Aufnahme. Und ja, das Fenster muss halt immer offen. Jetzt können wir die Follow-Alarme, den Follow-Alarm ein bisschen bearbeiten. Und zwar, wenn ihr auf den Follow-Alarm klickt, habt ihr als allererstes oben, soll er eigentlich eingeschaltet oder ausgeschaltet? Disabled ist ausgeschaltet, enabled ist eingeschaltet. So, die Message Template. Da wird festgelegt, was soll da überhaupt stehen. Das ist am Anfang Englisch und ich habe es jetzt halt auf Deutsch umgeschrieben, passend zu mir. Befehle sind immer eckige Klammer, Name, eckige Klammer oder ja, was da halt mit rein soll. Bei Textanimationen habt ihr ein paar vorgegebene Textanimationen. Wiggle ist dann zum Beispiel, dass der Text so ein bisschen hervorsticht. Bounce ist, dass es hochspringt und so weiter. Ich habe es auf Wobble. Wackelt das so. Bei Image könnt ihr euch dann ein Bild raussuchen. Wir erinnern uns, vorhin habe ich gesagt, wo soll das Bild sein, wo soll der Text sein. Da könnt ihr euch dann jetzt irgendein Bild raussuchen. Es hat also schon ein paar vorgegebene. Aber ich habe jetzt mein eigenes Image, ist auch ein Zelda-Image, ist Heuwegelschen. Es ist Link, der halt dasteht. Und ihr könnt euch einen eigenen Sound raussuchen. Wenn ihr dort ein Bild hinzufügen wollt, dann empfehle ich sehr gern eine GIF-Datei, weil die relativ wenig Speicherplatz verbraucht. Genauso, wenn ihr euch einen Sound hochladen wollt, wenn ihr mal hier auf Hochladen geht und jetzt irgendwas nehmt, dann wird er euch sagen, es muss eine sogenannte OGG-Datei sein. Ihr seht hier hinten OGG. Ich muss was trinken. Trockener Mund. OGG-Datei ist eben eine besondere Art der Sounddatei. Hat auch was mit Komprimierung und so weiter zu tun. Twitch Alerts benutzt offenbar ein OGG-Soundgerät. Das nächste, was wir noch einstellen müssen, ist Soundvolumen. Wenn ihr das auf 100 lasst, ist es extrem laut. Ich habe es nur noch auf 25 stehen. Selbst bei mir wird ab und zu gesagt, Mann, das ist bei dir sehr laut. Und die Alert Duration, da wird einfach nur eingestellt, wie lang soll eigentlich der Follow-Alarm, Donation und Hosting-Alarm, wie lang soll der in eurer Aufnahme zu sehen sein. Ich habe das auf 15 Sekunden gestellt, weil wenn ich am Spielen bin, kann es halt nur mal sein, dass ich gerade irgendwas mache und nicht sofort hingucken kann, weil ich versuche halt wirklich jeden, der mir folgt,
Danke zu sagen, dass er mir folgt. Dann haben wir hier noch Font-Settings. Das könnt ihr aber so lassen. Hier könnt ihr Schriftart einsetzen, wie groß das sein soll und so weiter und so fort. Aber da braucht ihr echt nichts tun. Wenn ihr das alles so eingestellt habt, wie ihr das haben wollt, klickt ihr nur noch auf Settings. Und somit habt ihr euren Follow-Alarm schon eingestellt. Das Ganze könnt ihr jetzt natürlich auch noch für euren Subscribe-Alert machen, für euren Donation-Alert und für euren Hosting-Alert. Da könnt ihr echt alles einstellen. Im Subscribe-Alert steht halt Name hat subscribed und dann auch wieder Bild und Sound, Soundlänge, wie lang zu sehen sein soll. Donation-Alert, Name hat so und so viel donated. Sound einstellen, Bild einstellen, Soundlänge, Soundlautstärke einstellen, Länge einstellen, wie lang es zu sehen sein soll. Hosting Alert, Name, hostet meinen Stream. Dank ihm sind Count Viewer da. Ja, hier sind auch noch ein paar die Befehle zu sehen. Ja, das könnt ihr euch einstellen, wie ihr Lust habt. Jetzt wollen wir natürlich auch mal gucken, wie es funktioniert. Da gehen wir dazu hier auf das Test Follow Alert. Und jetzt steht hier, da ist er schon. Jetzt stand hier, a Follow Alert has queued and will appear in next 30 seconds. Bedeutet einfach nur, dass ein Follow Alarm Test in Auftrag genommen worden ist und dass er in next 30 Sekunden kommen wird. So, dann warten wir jetzt mal kurz, bis der neue Follow Alarm da ist. Eigentlich jetzt. Das Ganze können wir dann auch für Subscribe, Donate und für Hosting machen. Hosting ist bei mir der längste Text, deswegen nehme ich das immer zum Testen, ob ich die richtige Größe habe. Ja, wenn man mich hostet, kommt Folgendes. Ich knotsche eben auf was hingewiesen. Stimmt. So, und jetzt sehen wir hier, das Bild ist zu klein. Größer ziehen. So muss es sein. So könnt ihr das Ganze testen. Ihr nehmt euch immer den Alarm, der den längsten Text hat, und macht einen Testalarm und danach könnt ihr dann einstellen, wie. In was für einer Größe muss ich eben dieses Fenster ziehen? Da ist der Hosting-Alarm. So, damit wir das Ganze jetzt im OBS haben, müssen wir das auch noch einfügen. Weg. Da gehen wir auch wieder auf die Quellen. Rechtsklick, hinzufügen. Jetzt, das Ganze ist ja ein Fenster, also müssen wir eine Fensteraufnahme auswählen. Benennen die. Sind dann hier auf dem Bildschirm. Jetzt ist es wichtig, wollt ihr das innere Fenster aufnehmen oder wollt ihr, dass es komplett Fenster zu sehen ist? Ich empfehle da gern inneres Fenster, weil dann ist nur hier innen drin alles zu sehen. Aber auch hier oben die Adresse, unten die Schiebeleiste. Was ich auch noch sehr gerne empfehle ist, wenn ihr nicht gerade in einem Spiel seid oder wenn ihr nicht gerade, so wie ich jetzt, ein Tutorial macht, würde ich immer empfehlen, Mauszeiger aufnehmen, den Haken rauszunehmen. Bedeutet einfach nur, dass wenn ich jetzt hier auf OK klicken würde und mit dem Mauszeiger hier in der Box bin, dann sieht man nicht, dass ich hier in der Box rumfuhrwerke. Das ist interessant, wenn ihr den Chat über so ein Fenster laufen lassen wollt. Dass man nicht sofort sieht, wenn ihr zum Beispiel jemand timeouten wollt oder zum Mod annennen wollt oder irgendwas einstellen wollt, dass man eben nicht sieht, dass ihr da irgendwas rumklickt. So, Ganze lasse ich. Jetzt mal OBS auf OK gehen und muss es mal rüberziehen. Einen Moment. Denn jetzt müssen wir auch noch bei dem Alarm etwas einstellen. Und zwar, das ziehe ich jetzt wieder hier rüber. Wenn ihr rechtsklickt, dann auf irgendeine der Quellen macht,
kommt unten auch Einstellungen. Wenn ihr das Ganze bei der Fensteraufnahme macht, kommt dieses Bild hier. Denn im Moment ist das komplette Fenster zu sehen. Das sieht man ja jetzt auch. Wir wollen aber nur, dass das hier innen drin zu sehen ist. Dazu müssen wir jetzt hier auf Ausschnitt gehen. Da machen wir einen Haken rein, wählen Ausschnitt auswählen. Ach, halt, stopp, Moment. Als allererstes, das habe ich nämlich vergessen, im Moment wird das Dashboard Google Chrome, also hier das große Fenster, aufgenommen. Wir wollen aber Alertbox Widget auf. Also müssen wir das Ganze auch auswählen. Wenn wir jetzt auf Ausschnitt wählen gehen, sehen wir, das Ganze wird grau hinterlegt. Hier können wir uns das alles so zurechtziehen, wie wir das haben wollen. Hier ein paar Zentimeter runter, hier ein paar Zentimeter hoch, hier ein paar Millimeter rein, da rein. Schon haben wir nur noch das innere Bild zu sehen. Wenn wir jetzt außerhalb dieses weißen Feldes irgendwo klicken, ist der Ausschnitt festgelegt. Und wir wollen, dass das Ganze transparent ist. Dazu wieder mal der Color Key. Auswählen, klicken, Farbe markieren. Okay. Jetzt seht ihr im OBS. Ja gut, das Fenster ist zu sehen. Aber hier seht ihr im Eck das, was ich gerade bewege. Das ist jetzt gerade unser Follow-Alarm. Wenn wir jetzt nämlich wieder auf Test-Follow-Alarm gehen. Ach Quatsch. Moment, Moment, Moment. Jetzt muss ich es einmal kurz ausmachen und wieder anmachen. Jetzt sehen wir, wir haben keinen Hintergrund mehr. So ist das jetzt auch beim Subscriben, Donation und Hosting-Alarm. So, das haben wir auch fertig. Nächste, was ich euch zeigen will, ist, wie macht man das Ganze ohne extra Fenster, wenn man zum Beispiel nur einen Monitor hat, dass man nicht hier 100 Fenster auf hat. Moment. So, das Ganze macht man folgendermaßen. Man muss sich da jetzt wieder ein Programm seines Vertrauens aussuchen. Oder man bleibt hier auf Switch Alarm. So, ihr erinnert euch, am Anfang habe ich erklärt, wie man den CLR-Browser installiert beim OBS, weil jetzt ist der CLR-Browser wichtig. Wir haben hier oben bei Twitch Alerts in der Alertbox 1 und 2 immer einen Link stehen. Wenn wir diesen Link jetzt immer wieder OBS rüber, damit ihr es seht, gehen auf Quelle hinzufügen, CLR-Browser. Alarm 2. Dann öffnet sich jetzt das Benutzerinterface vom CLR-Browser. So sieht das Ganze aus. Ist recht übersichtlich gehalten. Hier müssen wir jetzt den Link reinsetzen. V. E. Haben wir hier oben wieder Fenster. Wenn wir jetzt nochmal einen Testalarm machen, ich ziehe mal wieder den, der ist raus. Wenn wir jetzt einen Alarm machen, müsste eigentlich relativ zeitnah passieren, müsste hier oben wieder ein Alarm kommen, aber diesmal dann transparent ohne zusätzliches. Ihr seht ja meinen Bildschirm 1. Da ist er. So macht ihr das dann, dass ihr ohne Fenster einen Alarm macht, der zu sehen ist. Was auch noch gefragt wurde, wie machst du das mit dem Chat, Charo? Okay, das Ganze mache ich folgendermaßen. Gehe auch wieder auf Twitch-Account diesmal. Mach mal die Kamera aus, ihr müsst nicht sehen, wie ich rauche. So, hier sind wir in meinem Twitch-Account. Jetzt habt ihr hier unten zwei Buttons. Der erste Button, das werdet ihr schon selber erkannt haben, das ist die Viewer-Liste. Bedeutet einfach nur, wer guckt überhaupt zu. Da seht ihr, bei mir ist im Moment im Channel nur der Mana-Bot zu sehen. Ich bin dort noch nicht aufgeführt. Aber wenn ich da jetzt streamen würde, wäre ich nach 2 oder 3 Minuten, so lang ist der Delay, bis man selbst dort angezeigt wird. Wenn ich dort bin, dann wird er hier auch angezeigt. Manabot erzähle ich euch gleich.
Und ihr habt hier so ein Zahnrad-Symbol. Chat Settings nennt sich das Ganze. Hier könnt ihr die Pop-out-Funktion nutzen. Dann taucht dieses Fenster auf. So, jetzt ist wieder das gleiche wie mit dem Alarm. Hier müsst ihr euch jetzt entscheiden, habe ich nur einen Monitor? Will ich diesen Chat so als Fenster haben? Dann lege ich wieder eine Fensteraufnahme an, nutze wieder den Color Key und dann wird der Chat so angezeigt. Zweite Möglichkeit, die zeige ich euch jetzt, ist, ihr geht hier auf Night Dev. Das ist ein sehr gutes Plugin, benutze ich für meinen Chat zum Beispiel. Und den Link werde ich euch auch unten in die Beschreibung packen. Ihr geht auf Night Dev, geht auf Projects. Dann habt ihr hier ganz viele Sachen. Unter anderem auch ein Follow-Alarm, aber ich benutze eben mein Follow-Alarm von Twitch Alerts. Und ihr habt hier OBS-Chat. Dazu klickt ihr einmal drauf, dann auf Install. Dann sagt er euch, ihr müsst, stopp, Moment, ihr müsst euch erstmal den CLR-Browser runterladen. Haben wir schon. Also können wir auf Next gehen. Hier könnt ihr dann einstellen, Benutzername, Chatfade, sagt einfach nur aus, wie lang soll der Text zu sehen sein. Hier könnt ihr eine Sekundenanzahl eintragen. Ich habe 240, also 4 Minuten lang ist der Text bei mir zu sehen. Wenn Bots zu sehen sein sollen, tragt ihr das hier ein. Und wenn ihr ein Hintergrundbild verwendet, wenn es ein helles Hintergrundbild ist, wählt ihr Light aus, dann wird es ein heller Hintergrund. Dann wird es ein dunkler Chat. Wenn ihr Dark auswählt, dann solltet ihr ein dunkles Hintergrundbild nehmen, dann habt ihr einen etwas helleren Hintergrund. Ich kann das mal schnell in meiner normalen Aufnahme zeigen, wenn ich in Twitch streame. So sieht das Ganze dann aus. Hier habt ihr meinen Chat. Hier habt ihr meine Kamera. Ja, das Interface, da kann ich euch auch noch, da bin ich am Überlegen, ob ich euch auch noch einen Link reinpackt. Das werde ich wahrscheinlich nicht machen, da muss jeder selber suchen, weil ich habe echt wochenlang gesucht, bis ich ein einigermaßen anständiges Overlay hier hatte. Ich gehe mal wieder zurück in die Aufnahme. Das Ganze stellt ihr ein. Username, Fade-Length 240. Das Ganze soll bei mir nach 240 Sekunden verschwinden. Bots sollen nicht gezeigt werden. Chat Style Dark. Und ihr habt hier wieder den Link, den ihr euch dann in euren CLR-Browser einfügen könnt. Dann so hinziehen, wie ihr das haben wollt. Und der Chat läuft. Wie gesagt, hier in dieser Aufnahme, also in dieser Szene, seht ihr den Chat hier. Muss ich es wieder rüberziehen? Hier in dieser Aufnahme, Entschuldigung, seht ihr jetzt den Chat. Hier ist er zu sehen. Und ja, damit passt das Ganze dann wieder. OBS wieder raus. Ich wollte euch jetzt noch eine Sache zeigen. Was waren das? Die laufende Schrift habe ich. Den Follow-Alarm, Subscriben-Alarm, Donation-Alarm und Hosting-Alarm habe ich. Wie man den Chat ohne zusätzliches Fenster einfügt, habe ich. Was ich noch zeigen kann, ist, wenn ihr ein Hintergrund, was ich noch zeigen muss, fällt mir eben gerade ein, ist, bei OBS ist es ganz wichtig, in was für einer Reihenfolge ihr das alles habt. Ich zeige das mal kurz hier an meinen Hitbox-Einstellungen. So, ist die Kamera an? Kamera, die habe ich noch gar nicht ins eingefügt. Okay. Das ist die Kamera. Wie ihr jetzt seht, verdeckt das Bild für, den schönen Hintergrund. Damit das Ganze passt, muss ich jetzt Hintergrund, nicht diesen großen Hintergrund, sondern hier das Overlay, muss ich jetzt nach ganz oben verschieben. Dazu markiere ich Overlay
rechts klicken und dann habt ihr hier die Reihenfolge. Wenn ich das jetzt nach ganz oben setze, seht ihr, der Overlay ist hier zu sehen und das Bild ist einigermaßen passgenau hier im Bild. Kann ich natürlich Cam noch so hinziehen, damit das Ganze hier reinpasst. Ja, da muss man halt gucken, dass man die Kamera so anbringt, dass man eben gut im Bild zu sehen ist. Mehr ist das nicht. Das war es wichtig. So, das waren jetzt die wichtigsten Sachen für OBS mit den Plugins und so weiter. Was ich euch noch zeigen wollte, sind ein paar Plugins, wo ich gefahrlos weiterempfehlen kann. Nee, das habe ich auch schon gemacht. Recording Splitter habe ich schon erwähnt, hoffentlich schon erwähnt, ich weiß es nämlich schon gar nicht mehr. Recording Splitter ist ein Plugin, das euch eure Aufnahmen nach einer gewissen Zeit in die Aufnahme unterbricht es dann und startet eine neue Aufnahme. Auch eigentlich sollte man 3 Sekunden verlieren dazwischen. Es gibt aber einen Trick, wie man das Ganze nicht macht. Das wollte ich noch zeigen. Stimmt. Und zwar müsst ihr dazu in euren OBS-Ordner gehen. Das Ganze gibt es nur in der 32-Bit-Variante zum Runterladen. Also entpackt ihr das zuallererst mal in eure 32-Bit-Variante. Dann geht ihr in euren OBS-Ordner, in den Plugin-Ordner. Und jetzt habt ihr hier Rexsplitter 32, Rexsplitter 64. Da habt ihr beide Varianten drin. Ihr habt hier DLL-Dateien drin. Die kann ich jetzt nicht zeigen, weil ich habe mir natürlich alles schon so eingestellt, wie ich es haben will. Wenn ihr da reingeht, habt ihr wirklich nur eine einzige Datei da drin. Wenn ihr das Ganze jetzt benutzen wollt, geht ihr rein, markiert euch die Datei, geht wieder ein Ordner nach vorne, dass ihr im Plugin-Ordner seid, kopiert den hier rein. Warte mal. Record Splitter. Hier haben wir die Datei. So, und wenn ihr dann OBS neu startet, dann habt ihr hier unten bei den Plugins den Recording Splitter. Das kann ich euch zeigen. Wenn ihr den konfiguriert, dann taucht dieses Fenster auf. Dort könnt ihr eben an- und ausschalten. Ich habe jetzt für die Aufnahme eingestellt, dass nach 1,5 Stunden eine Unterbrechung gemacht wird. Aber das braucht man. So. Und wenn ihr das so eingestellt habt, wie ihr es haben wollt, dann geht ihr auf OK und alles ist gegessen. Das war jetzt erstmal das erste Tutorial. Es ist ein etwas längeres Tutorial geworden. Entschuldigung dafür. Aber ich hoffe, ich habe alles ausführlich und verständlich erklärt. Wenn irgendwelche Fragen sind, einfach unten reinschreiben. Ich werde das Ganze jetzt bei den Chaoszockern hochladen. Wenn irgendwelche Fragen sind, einfach schreiben. Ich schaue eigentlich jeden Tag rein bei den Chaoszockern auf dem Channel. Ich versuche dann auch zu helfen, wenn irgendwelche Fragen sind. Wenn es jemand nicht hinbekommt, ihr könnt euch echt jederzeit melden. Ich versuche zu helfen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, kleinen Daumen nach oben wäre immer gut. Wenn nicht, Daumen nach unten gibt es ja zum Glück nicht. Folgen nicht vergessen. Besucht mich auf Twitter oder auf Twitch, auf Hitbox. Twitter gibt es auch. Dann in meinem Channel, der Sharuk GER. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder in einem meiner Livestreams oder hier auf diesem Channel. Bis dann, bye bye.